Es war vor dem Passiafest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Es fand einmal statt, und der Teufel hatte Judas, den Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Du Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus sagte zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht, doch später wirst du es begreifen. Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus sagte zu ihm: Wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde. Darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen: Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir Meister und Herr, und ihr nennt mich mit Recht so, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, in der zweiten Lesung haben wir gehört, wie Paulus der Gemeinde in Korinth von der Einsetzung des Abendmahles durch Jesus berichtet, wie er davon erzählt, was auch ihm überliefert wurde, wie Jesus Brot nimmt, austeilt mit den Worten: Das ist mein Leib, wie er den Wein austeilt mit den Worten: Das ist der neue Bund in meinem Blut. Und im Evangelium haben wir gehört von der Szene von der Fußwaschung. Beide Gesten Jesu, die Übergabe von Brot und Wein als sein Leib und Blut und die Fußwaschung an den Jüngern, beide Gesten Jesu haben gemeinsam, dass sie sein ganzes Wirken zusammenfassen. Sie stehen natürlich nicht von ungefähr kurz vor seinem Tod am Kreuz, denn sie zeigen auch, wie dieser Tod am Kreuz zu verstehen ist. Aber sie beziehen sich nicht nur auf seinen Tod, sondern auf sein ganzes Wirken.
Schauen wir ein bisschen näher auf diese Szene von der Fußwaschung. Da geht es um Reinigung. Zunächst im ganz unmittelbaren Sinne. Die Jünger kommen von der Straße, von den staubigen Straßen und jetzt beim festlichen Mahl, bei dem sie der Sitte der damaligen Zeit entsprechend zu Tisch liegen, da werden ihnen die Füße gewaschen. Aber natürlich ist mehr damit gemeint als nur die äußerliche Reinigung der Füße. Denn dieses Thema der Reinheit, das ist ja eines der ganz großen Themen der Bibel im Alten und im Neuen Testament, ganz besonders auch im Johannesevangelium. Reinheit. Da geht es nicht, wie wir es oft schnell missverstehen, um moralische Perfektion, dass Menschen keine Fehler machen, dass immer alles bei ihnen in Ordnung ist. Nein, das ist mit Reinheit eigentlich im biblischen Sinne gar nicht gemeint. Das Thema Reinheit bezieht sich in der Bibel immer auf den Zugang zu Gott. Und es ist deswegen ein wichtiges Thema, weil die Menschen ein sehr waches Bewusstsein davon hatten, dass wir normalerweise von uns aus keinen Zugang zu Gott finden, dass wir ihn uns selbst verstellen, dass wir, wenn wir meinen, wir hätten einen Zugang zu Gott, dass es dann oft nur ein Götze ist, ein selbstgemachtes Gottesbild, das wir anbeten. Zu dem wahren einen Gott finden wir nur dann Zugang, wenn wir gereinigt werden, wenn wir ein Stück Abstand nehmen von den lauten Gegebenheiten dieser Welt, von dem, was uns innerlich und äußerlich gefangen hält, wenn wir uns ein Stück weit entfernen vom Lärm der Welt und von dem, was so wichtig ist in unserem Alltag, wenn wir ganz bewusst den Zugang zu ihm suchen und uns von ihm selber öffnen lassen, reinigen lassen, bereit machen lassen. Bei der Fußwaschung, da scheint das zunächst einmal sehr merkwürdig abzulaufen. Jesus sagt zu den Jüngern, zu Simon Petrus und zu den anderen: Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesprochen habe. Aber dann besteht er doch darauf, ihnen auch die Füße zu waschen. Warum muss er ihnen denn noch die Füße waschen, wenn sie doch schon rein sind durch das Wort, das er zu ihnen gesprochen hat? Da sind offenbar zwei Stufen von Reinheit angesprochen. Die Reinigung durch das Wort, das ist ein ganz typischer Gedanke für das Johannesevangelium. Wir lesen dort ja schon ganz am Anfang des Evangeliums, dass Jesus das ewige Wort ist, das von Anfang an war, das Wort, das Fleisch geworden ist, das Wort, das in unsere irdische Welt hineinkommt, helfend, rettend, neu schaffend und reinigend. Wir hören es dann bei den Zeichenhandlungen Jesu. Wenn er etwa einen Blinden heilt, dann ist sein machtvolles Wort so etwas wie eine neue Schöpfung, wie ein Neubeginn, den er einem Menschen zusagt. Und diese Vorstellung, gerade aus dem Johannesevangelium, dass das Wort Jesu etwas Mächtiges ist, etwas Neuschaffendes, etwas, was einen neuen Anfang setzt, was Menschen reinigt und bereit macht für die Begegnung mit Gott. Gerade diese Vorstellung des Johannesevangeliums spiegelt sich ja in der Art, wie wir Gottesdienst feiern, wie wir gerade in der Heiligen Messe Gottesdienst feiern, in dieser typischen Abfolge von Wortgottesdienst und Eucharistiefeier.
Der Wortgottesdienst hat nicht nur den Sinn, dass uns da eine Erinnerung sozusagen aufgefrischt wird an die biblischen Geschichten und Botschaften, sondern die Verkündigung des Wortes macht uns überhaupt erst fähig und bereit, dann Jesus Christus im Sakrament zu begegnen. Durch sein mächtiges Wort werden wir gereinigt und bereit gemacht für die Begegnung mit Gott. Wenn das Evangelium verlesen wird in der Heiligen Messe, dann spricht der Priester oder der Diakon, nachdem er das Evangelium verkündet hat, am Ende leise das kurze Gebet: Herr, durch dein Evangelium tilge unsere Sünden. Das ist genau diese Vorstellung, das Evangelium als mächtige, befreiende Kraft, die unser Leben bewegt, die uns in die neue Schöpfung Gottes hineinnimmt. Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich gesprochen habe. Was soll aber dann die Fußwaschung noch Neues und Zusätzliches dazu bringen? Die Reinigung durch das Wort, das ließe sich schnell auch missverstehen als eine Reinigung, die wir sozusagen für uns selber genießen können. Ein schöner Besitz unserer Seele, wo wir sozusagen uns freuen können darüber, dass wir das Wort Gottes hören und verstehen dürfen, dass es uns anvertraut wird. Ein wunderbares eigenes spirituelles Erlebnis, das uns da geschenkt wird. Aber dabei bleibt Jesus nicht stehen. Reinigung bedeutet für ihn nicht etwas, was wir für uns selber haben können, als schönes spirituelles Erlebnis. Nein, diese Reinigung ist für ihn ein dynamischer Prozess, bei dem wir in den Lebensentwurf Jesu hineingegeben werden. Und sein Lebensentwurf bedeutet, dass er nicht den Weg des Erfolges geht, nicht den Weg von Ruhm und Ehre, nicht den Weg, an dem er am Ende gut dasteht und alle ihn loben und alle ihm applaudieren, sondern er geht ganz im Gegenteil den Weg, bei dem er keiner Schande ausweicht, bei dem er zum Diener und Sklaven aller wird und am Ende aus Liebe zu uns den schändlichen Tod am Kreuz auf sich nimmt. Die Fußwaschung ist ein Symbol für diesen Lebensentwurf Jesu. Und deswegen will Simon Petrus es auch nicht haben, denn er will zunächst einmal nicht dulden, dass er einen Herrn und Meister hat, der sich zum Sklaven macht, der von den Menschen verachtet wird, der den schändlichen letzten Platz einnimmt. Er will einen erfolgreichen Herrn und Meister haben. Aber er muss lernen, dass das nicht der Weg Jesu ist. Und Jesus geht nicht nur selber diesen Weg. Er sagt seinen Jüngern mit aller Deutlichkeit, dass er ihnen hier ein Beispiel gegeben hat, dass auch sie einander die Füße waschen sollen, dass sie füreinander den Weg der Entäußerung gehen sollen, den Weg, bei dem wir nicht auf unsere Ehre, auf unseren Erfolg achten, sondern wo es uns darum geht, dass wir in der Treue zu Gott und in der Liebe zu den Menschen den Weg des Friedens, der Menschlichkeit und der Barmherzigkeit gehen, ungeachtet dessen, ob wir dafür gelobt oder geehrt werden, sondern gerade dann, wenn es ein Weg nach unten ist, ein Weg, bei dem keine Ehre zu gewinnen ist in dieser Welt. Liebe Schwestern und Brüder, die Feier der Heiligen Messe, die Eucharistie, die an
diesem Tag gestiftet wurde, die wir heute feiern als das kostbare Geschenk Jesu, führt uns also in dieses dynamische Geschehen der Reinigung durch Jesus Christus hinein. Wir werden gereinigt durch sein Wort und dann werden wir in seinen Lebensentwurf hineingenommen, in den Lebensentwurf dessen, der ganz für die anderen da war, der zum Diener aller geworden ist, der am Ende für alle gestorben ist. Das ist das Besondere und das Einzigartige dieser Feier, dass sie uns in dieser ganz einzigartigen Weise diese Reinigung im Sinne Jesu schenkt. Aber wenn wir das ernst nehmen, was wir heute von der Fußwaschung gehört haben, dann darf es natürlich nicht nur bei der Reinigung in der Feier und durch die Feier bleiben, sondern dann muss das eine Fortsetzung haben in unserem praktischen, alltäglichen Leben, wo wir wirklich zum Diener der geringsten unserer Brüder und Schwestern werden, wo wir wirklich bereit sind, unsere Ehre oder unser gutes Dastehen in dieser Welt zurückzulassen und beiseite zu lassen, wenn es darum geht, für den Frieden, für die Gerechtigkeit, für die Mitmenschlichkeit, für die Barmherzigkeit einzutreten. Die Feier der Heiligen Messe, die uns im Tiefsten vereint mit Jesus Christus und reinigt für die Begegnung mit Gott, sie wird nur dann echt und ehrlich sein, wenn sie diese Fortsetzung des Dienstes am anderen in unserem Leben findet, diese Fortsetzung der Entäußerung, wo wir den Weg Jesu nachgehen können. Jesus drückt es in den Evangelien mit unterschiedlichen Worten aus, manchmal mit ganz harten Worten, dass er sagt, ihr müsst euer Kreuz auf euch nehmen, mit ganz harten Worten, dass er sagt, ihr müsst alles zurücklassen, was euch lieb und teuer ist, wenn ihr meine Jünger sein wollt. Manchmal mit einem vielleicht etwas zugänglicheren Wort, wie wir es heute gehört haben, wenn er sagt, ihr sollt euch ein Beispiel nehmen an dem, was ich getan habe. Ihr sollt auch einander die Füße waschen, einander einen guten Dienst leisten, bereit sein, wenn es nötig ist, einander Sklavendienste zu leisten, ohne auf eigene Ehre und Ansehen zu achten. Liebe Schwestern und Brüder, ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie in der Feier der Heiligen Messe ganz tief in Ihrem Herzen diese nicht von uns selber gemachte, sondern die wunderbar geschenkte Reinigung durch Jesus Christus, durch sein machtvolles, neu schaffendes Wort und durch seine Hingabe im Sakrament persönlich annehmen können. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie immer wieder die Fortsetzungen dieser Feier in Ihrem praktischen, mitmenschlichen Leben finden können. Amen.